Vorsicht vor diesen Frauen. Die wollen nur dein Geld oder dich emotional ausbeuten. Und wenn du mit so einer Frau zusammenkommst und ihr Red Flags nicht erkennst, dann kann Folgendes passieren. Es kann sein, dass du nach der Beziehung einen viel niedrigeren Selbstwert hast als davor. Dass du dich verbraucht fühlst, dass du dich nicht gut genug fühlst, dass deine Beziehungen zu Freunden schlechter geworden sind, dass die vielleicht nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, dass du vielleicht auch generell im Leben weniger vorangekommen bist, als du dir eigentlich gewünscht hast. Und deswegen super wichtig, dass du auf die Dinge achtest, die ich dir in diesem Video hier mitgebe. Weil du kannst sowas alles vermeiden. Du kannst dir haufenweise Ärger, haufenweise negative Dinge ersparen. Du kannst dir vielleicht sogar viel Geld sparen, die du ansonsten für eine Scheidung ausgeben müsstest, wenn du darauf achtest. Und wichtig, es gibt auch heutzutage noch genug gute Frauen, die keinerlei Red Flags mitbringen. Du musst bloß wissen, wie du sie erkennen kannst und wie du sie findest. Und ich habe für dich in diesem Video die drei wichtigsten Red Flags vorbereitet, die du unbedingt kennen solltest. Und vor allem die letzte ist super wichtig und wird viel zu oft von Männern übersehen. Red Flag Nummer 1. Sie ist ein Golddigger. Und du denkst jetzt vielleicht, weiß ich doch schon, Golddigger natürlich, mit so einer Frau sollte ich nicht zusammenkommen. Das Problem ist, was ich oft bei vielen Männern sehe, dass sie sowas trotzdem nicht bemerken und sich dann trotzdem finanziell ausnutzen lassen. Wichtig ist hier, wie du das vor allem erkennst, damit es dir nicht passiert. Darauf will ich jetzt mal eingehen. Und du bist vor allem gefährdet, wenn du etwas besser verdienst, natürlich, und wenn du eher eine Person bist, die sehr nett ist, die vielleicht auch ein etwas niedrigeres Selbstbewusstsein hat, die sich etwas mehr anderen Männern oder anderen Menschen generell anpasst, dann bist du ein gefundenes Opfer für so eine Frau. Und auch wenn du nicht regelmäßig Frauen auf ihrem Kaliber datest und sie für dich besonders attraktiv ist. Weil dann hast du oft diese Dynamik, dass sie quasi ihr gutes Aussehen ausnutzt, um dich dazu zu bringen, Dinge zu tun, die du vielleicht normalerweise nicht für eine Frau tun würdest. Und das fängt oft mit kleineren Dingen an und steigert sich dann immer mehr rein. Und sie will immer mehr. Vielleicht will sie am Anfang, dass sie sie zu einem Dinner einlädt oder zu einem Essen. Sie will nicht in eine günstige Bar gehen, sondern in eine teurere. Und dann kommt immer Stück für Stück immer mehr. Und es ist vollkommen normal, dass du sie quasi einlädst. Und sie macht dir oft auch ein schlechtes Gewissen und sagt zum Beispiel, ja, der Freund von meiner Freundin hat ihr das und das geschenkt und der hat ihr diesen großen Strauß Blumen geschenkt und hat sie dann dahin mit in den Urlaub eingeladen, hat ihr vielleicht sogar die und die Tasche gekauft. Holt sie immer mit dem Auto ab. Also es können auch kleinere Dinge sein. Das heißt jetzt nicht direkt, dass sie irgendwie von dir die super teure Louis Vuitton-Tasche gekauft haben will, sondern dass sie einfach sich ihren Lifestyle immer von dir finanzieren lässt. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass du eine Unterscheidung bist, weil es gibt auch Frauen, die einfach von ihrer Art feminin sind und die es schätzen, wenn du sie ab und zu einlädst. Und das ist ja auch an sich vollkommen okay. Wichtig ist hier nur, dass du nicht diese fordernde Komponente hast, dass sie sagt, das muss so sein und dass sie sich auch oft oder dass du oft für Dinge zahlst, wo du dich eigentlich unwohl fühlst, wo du dir eigentlich von innen her denkst, okay, ich würde sie jetzt nicht so gerne da einladen, das ist mir eigentlich zu teuer. Einen Freund würde ich zum Beispiel hier auch nicht einladen. Wenn sowas regelmäßig passiert, dann ist es wichtig, dass du sowas auch ansprichst. Und wenn es zu viel der Fall ist, dann solltest du auch eine Grenze ziehen. Und worauf du auch immer achten solltest, ist so diese emotionale Komponente zwischen euch da. Und natürlich spielen solche Frauen das manchmal auch vor, aber in der Regel sind die generell von der Art eher etwas kälter und geben sich auch gar nicht so viel Mühe, dir Emotionen vorzuspielen, sondern die wissen genau, dass sie mit ihrem guten Aussehen und mit ihrer etwas unnahbaren, arroganten Art eventuell auch Männer dazu bringen können, viel für sie zu tun. Also die tun gar nicht so, als wäre sie Hals über Kopf in dich verliebt, sondern sie zeigt es eigentlich relativ offen, dass sie emotional nicht so verfügbar ist und dass ihr dein Charakter auch gar nicht so wichtig ist. Also du spürst es in der Regel auch. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du nicht diesen Deal eingehst quasi, dass du mit einer super hübschen Frau, die du vielleicht normalerweise schwer haben könntest, zusammenkommst und dafür den Kompromiss eingehst, dass sie dich finanziell quasi etwas ausnutzt und diese Connection zwischen euch überhaupt nicht da ist. Also wenn du merkst, dass sowas zu extrem in so eine Richtung geht, und man muss dazu sagen, in Deutschland, Österreich oder Schweiz ist es auch nicht super häufig, außer du bist vielleicht sehr gut verdienend und präsentierst es irgendwo auch auf Social Media, dann bist du eben in der Gefahr, dass dir sowas passiert. Aber wenn du sowas merkst, empfehle ich dir dringend, geh auf keinen Fall in eine Beziehung mit so einer Frau ein, weil sie wird wenig loyal sein, sie wird auch viele Probleme machen in der Regel und du gibst natürlich haufenweise Geld für sie aus und bekommst wenig Anerkennung von ihr zurück dafür. Das wäre jetzt schon mal ein wichtiger Punkt, aber die nächste Red Flag, die ist noch viel verbreiteter, viel häufiger und das ist so eine der häufigsten Red Flags, die ich eigentlich bei Männern sehe, wo sie wirklich in eine toxische Beziehungen reingeraten, die sie richtig zugrunde richtet. Und die Red Flag Nummer 2 ist, wenn sie einen niedrigen Selbstwert hat. Und das merkst du daran, dass sie sehr, sehr launisch ist, dass sie auch manipulativ ist, dass sie versucht, dich dazu zu manipulieren, vielleicht ihr auch mehr Anerkennung zu geben oder Dinge für sie zu tun, die du normalerweise ungern tun würdest.
und du fühlst dich auch unwohl in ihrer Gegenwart. Du hast nicht dieses Gefühl von Sicherheit, dieses Gefühl von Nähe, von Zuneigung, sondern du fühlst dich einfach unwohl. Du hast immer Angst vor dem nächsten emotionalen Hieb, den du so von der Seite von ihr abbekommst. Was hier auch mit reinzählt, ist, wenn eine Frau akute psychische Probleme hat. Und da habe ich auch schon mal ein Reel drüber gemacht, haben sich viele Leute beschwert und haben gesagt, ja, das kannst du doch nicht sagen. Und man sollte solchen Leuten eine Chance geben. Aber die Realität zeigt einfach immer wieder, dass wenn eine Frau akute psychische Probleme hat, die sie nicht gelöst hat, dass es so gut wie unmöglich ist, wirklich eine erfüllte, entspannte Beziehung mit ihr zu führen, bevor sie diese Probleme gelöst hat. Deswegen sei auch vorsichtig, wenn sie akute Probleme hat. Oft erzählen die Frauen sowas sogar, früher oder später. Sei vorsichtig, schau das Ganze an, schau, inwiefern das die Beziehung beeinträchtigt und was genau da für negative Konsequenzen mit einhergehen. Und in den meisten Fällen empfehle ich dir, lass es lieber, wenn sie das nicht wirklich schon sehr gut im Griff hat. Aber lass uns nochmal auf diesen niedrigen Selbstwert eingehen. Das ist immer sehr, sehr gefährlich, vor allem auch, wenn du einen nicht so guten Selbstwert hast, wenn du kein so gutes Selbstbewusstsein hast, dann fühlst du dich oft zu solchen Frauen hingezogen, die eben sehr emotional sind, wo du Höhen erlebst mit denen, aber auch starke Tiefs erlebst mit denen. Also du hast nie so diese Sicherheit, diese Konstanz. Und du hast dann meistens nicht den Mut oder schaffst es nicht, dich von diesen Frauen zu trennen, obwohl du weißt, dass sie dir nicht gut tun. Und obwohl dein ganzes Umfeld dir immer wieder sagt, trenn dich von der Frau, die tut dir nicht gut, die verschwendet nur deine Zeit, die zieht dich runter, die ist negativ. Vielleicht sagt sogar ihre Mutter oder die Eltern von deiner Freundin, dass du dich trennen solltest, habe ich auch schon von Kunden gehört, weil es einfach viel zu extrem war, weil es immer Drama gab, immer Probleme gab. Und das Problem ist, wenn du einen niedrigen Selbstwert hast und sie hat einen niedrigen Selbstwert, dann zieht ihr euch oft einander an. So er versucht quasi den Mangel der anderen Person gegenseitig auszugleichen, unbewusst. Und das führt aber dazu, dass sich dieses Drama einfach verstärkt. Also sie hat diese Unsicherheit und macht dir quasi Drama deswegen, du hast diese Unsicherheit und ihr bindet euch aneinander, aber auf eine toxische Art und Weise. Und das führt dazu, dass du dich nicht mehr trennen kannst und sie sich nicht mehr trennen kann und ihr euch gegenseitig immer mehr zusammen runterzieht, bis es irgendwann so übel endet, dass es euch beiden richtig schlimm geht und ihr euch dann letztendlich trennt, aber du dann vielleicht von deinem Selbstwert noch niedriger bist, noch mehr Selbstzweifel hast. Das habe ich alles schon bei Kunden gesehen, kann extrem, extrem destruktiv sein. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du auch an deinem Selbstwert arbeitest, um sowas zu vermeiden. Eine der ersten Sachen, die wir unseren Kunden auch beibringen, bevor sie eine Beziehung eingehen, ist, dass wir Frauen erkennen, die genau dieses Problem haben. Weil oft erkennt man das nicht von vornherein, weil diese Frauen überspielen es oft auch gut und sind sehr gut darin, eben erstmal einen guten Eindruck zu machen einige Wochen, bis es dann wirklich immer mehr rauskommt und es immer, immer extremer wird, bis es dann richtig problematisch wird. Deswegen, wenn du es erkennst, kannst du es von vornherein relativ schnell vermeiden, kannst es relativ schnell rausfinden nach einigen Dates und vermeidest dieses Problem einfach mal komplett. Und natürlich ist auch wichtig, dass du deine tiefen Unsicherheiten bemerkst, weil an denen können dich diese Frauen eben packen und beeinflussen, damit du die selber erkennen lernst. Und dann bist du da auch nicht mehr gefährdet, dass du mit so einer Frau auch zu lange zusammenbleibst und dich nicht mehr von dir trennen kannst. Jetzt noch zur letzten Red Flag und die ist, wie gesagt, super wichtig und die wird so oft übersehen, habe ich schon so oft gesehen, auch bei neuen Kunden, die zu uns ins Coaching kommen, dass es da einfach in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Und zwar, wenn du mit einer Frau zusammenkommst, die zu dominant ist. Und damit meine ich, dass sie generell dich herumkommandiert, dass sie auch gerne Streits beginnt, dass sie streitsüchtig ist, dass es für sie in Ordnung ist, einfach mal auch Drama aus dem Nichts zu erschaffen. Und wenn du mit so einer Frau zusammenkommst, ja, die so dominant ist, dann wirst du immer wieder das Problem haben, dass du Streits hast, dass du nie diese Ruhe hast, dass du nicht nach Hause kommst und dich einfach entspannen kannst und dich auf die Zeit mit deiner Partnerin freust, sondern dass du immer das nächste Drama erwartest, die nächste Ansage, den nächsten Streit auch. Also mit solchen Frauen streitest du dich tendenziell auch immer sehr, sehr oft, weil sie quasi immer dominant ist und entscheiden will. Und du bist ja als Mann, willst ja auch entscheiden. Du hast ja auch eine maskuline Energie. Und dann gibt es immer dieses ständige Hin und Her. Und du denkst ja, okay, was kann ich denn jetzt machen, um diesen Streit irgendwie zu lösen oder um das in Zukunft zu vermeiden? Aber du kannst nichts machen, weil sie ist auch in ihrer maskulinen Energie letztendlich. Das ist, was dahinter steckt. Und dadurch entsteht immer ein Streit. Sie will den Ton angeben, du willst den Ton angeben. Und dementsprechend fehlt einfach so dieser weibliche Part. Und was oft dann passiert in Beziehungen, ist, dass der Mann dann mehr in diese feminine Rolle geht und passiver wird und die Frau vielleicht noch dominanter wird und dann diesen Mann rumkommandiert.
Und dann hat man diese Dynamiken, wo der Mann dann irgendwie Angst hat vor seiner Frau, richtig. Ja, du willst zum Beispiel irgendwie mit Kollegen was trinken und dann sagt er, ja, ich muss jetzt nach Hause, weil sonst ist meine Frau sauer auf mich und es gibt Ärger und so. Und man merkt richtig, wie er sich komplett unterordnet und einfach nicht mehr er selber ist und es ihm einfach auch nicht mehr gut geht. Ja, und deswegen ist es super wichtig, dass du die richtige Frau aussuchst und dass du sowas auch bemerkst. Und natürlich auch, dass du generell deine maskuline Energie mehr wieder förderst, mehr zum Vorschein bringst, damit du auch direkt die richtigen Frauen anziehst, die auch zu dir passen. Und da ist es halt wichtig, dass du deinen Selbstwert wieder verbesserst und dass du wieder mehr in deine maskuline Energie kommst. Sowas gehen wir auch im Coaching immer an, weil es einfach super wichtig ist. Und dann ziehst du auch automatisch die richtigen Frauen mehr an und stößt diese Frauen, von denen ich dir gerade erzählt habe, automatisch auch mehr ab. Also das Risiko ist geringer, dass du mit solchen Frauen zusammenkommst. Um sowas zu vermeiden, ist es wichtig, dass man alle Red Flags kennt und dass man vor allem auch weiß, wie man sich konkret bei jeder Red Flag verhalten sollte. Dazu haben wir ein komplettes Training. Wenn du darauf Bock hast, buch dir mal einen Call hier unter diesem Video. Kannst du mit uns persönlich sprechen. Wir können dir auch Feedback geben, können auch anhand deiner vergangenen Situationen oder Beziehungen dir Feedback geben, was konkret vielleicht bei dir noch fehlt oder warum du immer wieder solche Frauen letztendlich anziehst oder bei ihnen bleibst. Buch dir gerne mal ein Gespräch, dann schauen wir uns deine Situation an. Ansonsten folge auch gerne dem Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.